Dann möchte ich euch alle recht herzlich zu der heutigen PK anlässlich der DG Challenge League Runde 15 Spiel zwischen dem FC Vaduz und FC Lausanne Sattouchi begrüßen. Allgemeine Infos gab vorne hinweg, was das Kader anbelangt. Noah Frommelt, Mittelfeldspieler vom USV Eschemuren und auch liechtensteinische Nationalmannschaft, wird nächste Woche mit dem Eis mittrainieren. Vielleicht hat noch der Franz ein, zwei Informationen dort dazu. Ja, es ist eigentlich ähnlich wie beim Simon Löhinger, dass wir ihn jetzt so einfach mal bei unserem Trainingsbetrieb sehen werden. Wir sind dem Anliegen relativ gut gemacht über die A-Nationalmannschaft. Ja, ich möchte ihn einfach mal sehen, wenn er sich bei unserem Training macht, zwei Liga höher, ist natürlich schon mal ein Unterschied. Und ja, einfach auch ein Zeichen haben, wenn wirklich wenn ein junger und sehr talentierter Spieler gibt aus dem Land, dass wir ihm mal die Möglichkeit bieten, zumindest schon mal, das Training mitzumachen und alles weitere würden wir dann anschauen. Okay. Und dann einmal eine weitere Info oder ein weiteres Update vom Schutzkonzept. Aufgrund des Entscheids der Regierung müssen wir es ein bisschen anpassen. Neu ist im VIP-Bereich immer vorher 3G. Neu ist 3G plus Maskenpflicht. Und auch im Weiteren dürfen wir sich nur noch sitzend konsumieren. Das heisst, man muss das Essen nehmen und dann am Platz essen. Wir haben uns deshalb den Gegebenheiten vom Schutzkonzept angepasst. Dann zu der personellen Situation zum Spiel. Gesperrt ist niemand. Gefährdet ist Simani, Schmid, Ulrich, Gasser und Obexer. Verletzt sind immer noch die Giusto, Wieser, Antoniazzi und Ibrahimovic. Fraglich ist Hug und Obexer. Dann zu Mario. Mario, seit drei Partien hat Stade Lausanne-Uschi keinen Gegentreffer mehr bekommen. Und haben auch gegen zwei Top-Mannschaften, unter anderem den FC Winterthur, unentschieden und gegen den FC Thun einen Sieg holen. Wie schätzt du die Mannschaft ein oder was erwartet uns morgen für ein Spiel? Ja, du hast es schon gesehen, sie haben jetzt 3,5 Spiele kein Goal mehr bekommen. Also sie haben ihr System jetzt umgestellt auf 3-5-2 mit einem Sechser und zwei Achter. Vergessen sind sie natürlich viel kompakter. Ja, offensiv haben sie sehr, sehr gute Leute, sind eine physisch sehr starke Mannschaft, haben aber auch spielerisch, technisch gute Spieler drin. Ist aber auch die einzige Mannschaft, die bisher gegen Kriens verloren hat, muss man sagen. Also auswärts haben sie ab und zu mal Punkte liegen lassen. Aber es ist ein absoluter Gradmesser, sie sind Dritte, obwohl die Tabelle null Aussagekraft hat momentan. Aber ja, wir möchten natürlich die drei Punkte, die man gegen Wil verloren hat, möchten wir morgen zurückholen. Ja, Fudo, vor ungefähr 2 bis 3 Wochen hast du deinen Vertrag vorzeitig um weitere 2 Jahre verlängert. Zuerst mal gratulieren zu dem. Danke vielmals. Letzte Saison bist du viel nach dem Joel die zweite Wahl gewesen. In dieser Saison hast du bis jetzt von 14 Spielen bis 11 Mal in der Startelf gestanden. Wie fühlst du dich und wie gehst du mit dieser neuen Situation als Stammspieler um? Ich fühle mich mega gut und die Situation ist natürlich viel besser, wenn man Stamm ist anstatt Ersatzspieler. Das tut dem Spieler auch noch besser und gibt ihm noch mehr Vertrauen. Und so kann man auch seine Stärken auch dann besser umsetzen auf dem Platz. Und es liegt eigentlich, dann eigentlich nur an ihm selber, dann wenn es dann halt nicht so gut kommt. Danke vielmals. Dann möchte ich die Fragerunde eröffnen. Wir haben letzte Woche gegen Willi 4-4-2 gespielt wieder mit Viererkette hinten. Kann man davon ausgehen, dass man wieder aufs alte System umsteigt? Das ist von vielem ausgegangen. Wir sind ja mittlerweile taktisch so variabel, dass es nicht ob es aufgefallen ist. Aber die ersten 5 Minuten haben wir in Fünferkette gespielt und haben dann während dem Spiel umgestellt auf das 4-4-2-Route. Und ja, wir möchten noch weiterhin taktisch flexibel sein und vor allem System auch mal während dem Spiel ins andere switchen. Also vom Grund her aber schon wieder mehr Richtung das Bewährte. Das Bewährte wäre Fünferkette. Ja, der 3. Ja, es bietet sich einfach da an gegen so einen Gegner, der selber Fünferkette spielt, ist einfach einfacher von den ganzen Abläufen. Man hat vielfach Schwierigkeiten, eine 3er- oder 5er-Kette anzulaufen. Und darum würden wir, wie gesagt, jetzt hin und her switchen. Mario, Chancenauswertung ist in letzter Zeit ein bisschen Thema gesehen. Weil hat man einen Haufen Chancen gehabt. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat man in Lausanne damals extrem viele Chancen gehabt am Schluss. Knapp 1-0 verloren.
Ja, wie kann man daran arbeiten? Was ist momentan das Problem, dass die Bälle nicht hineingehen, oder? Ja, es ist ja immer so eine Frage, wenn es gar nicht fallen, dass man im Training mehr Abschluss macht und so weiter. Aber du kannst eine Trainingssituation nie vergleichen mit dem Match, wo halt Gegner viel aktiver sind wie vielleicht im Training. Und es hängt viel vom Selbstvertrauen der einzelnen Spieler ab. Aber es ist schon so, ich bin immer beruhigt, solange man zu Chancen kann. Und es ist immer schlecht da, wenn du wenig Chancen kriegst. Aber gerade gegen Wiel haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten rausgespielt. Und darum gehe ich nur davon aus, dass wir sehr gute Möglichkeiten haben. Und ich hoffe, dass wir auch jetzt mehr Ballglück haben. Und dann bin ich überzeugt, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Kann man von dem 0-1 noch was mitnehmen vom Hinspiel? Es ist zu weit schon wieder weg in 3 Monaten. Boah, es ist extrem weit weg. Ich habe jetzt ein paar Szenen auch noch mal angeschaut. Es ist aber schon so, dass wir erst so die letzten 10, 15 Minuten richtige Chance hatten. Abgesehen vom verschossenen Penalty nach 3 Minuten. Aber gerade hinten raus haben wir schon sehr, sehr viel liegen lassen, wie du gesehen hast. Und ich meine aber auch anhand dieser Szenen sieht man auch, was ihre Schwäche damals war und so wie ich jetzt das letzte Match auch analysiert habe, eigentlich immer noch ist. Und dann muss man eigentlich probieren, genau diese Räume zu bespielen und immer wieder probieren, hinter die Kette zu kommen, weil dann haben sie richtig Probleme. Du bist es intern, die Tabelle ist eng, ist klar, wir alle innerhalb von 5 Punkten, so von 2 bis 9. Schaut man da als Spieler drauf oder ist das bei euch jetzt noch kein Thema, kein großes? Also momentan ist es eben, wie der Mario schon gesagt hat, noch nicht so aussagekräftig. Und also intern finde ich, glaube jeder Spieler wird einfach Spiel für Spiel jetzt am Anfang noch von der Saison. Dass man immer Spiel für Spiel einfach Maximum viel Punkte holt und dann da kommt dann, also auf die Tabelle schauen, tut man dann eher noch Rückrunde, so gegen den Schluss oder man geht jetzt einfach Spiel für Spiel. Ja, aber du kannst ja den Spieler auch nicht verbieten, auf die Tabelle zu schauen. Das ist normal, wir sind alle Sportler, wir sind von klein auf gewachsen, wir mit der Tabelle auf, natürlich schillst du drauf. Aber es ist einfach so, es bringt uns nichts, wenn wir jetzt Zweiter, Erster oder so sind, wenn wir wirklich, wie er sieht, wirklich Spiel zu Spiel schauen, weil das Ganze ist so ausgelegt und verlierst zweimal, verlierst gerade, man tun ist vom Lachen. Wir sind vor kurzem noch Zweiter, das ist eine verrückte Meisterschaft und darum ist es oft wichtig, dass du konstant gute Resultate bringst. Huben Obexer angeschlagen. Ist dort, ja, was haben Sie? Wie ist die Chance? Ja, sie haben jetzt beide gestern trainiert. Das ist schon mal gut, weil zuerst hat es nicht so gut ausgesehen. Hug hat wieder muskuläre Probleme und der Obexer hat einen Schlag überkommen auf den Hüftknochen. Und haben aber beide jetzt gestern trainiert und dann gehe ich davon aus, dass beide einsatzbereit sind. Was bei Lausanne aufgefallen ist, glaube ich, Rudi ist ja glaube ich eh schon länger mit Kreuzband raus, aber sind noch 2, 3 andere Verteidiger dafür. Ist das vielleicht auch ein Vorteil, dass sie hinten vielleicht wieder umstellen müssen, neu sich aufstellen müssen, dass sie nicht zu altspitz sind? Ja, das weiß ich, jetzt gerne. Die Informationen habe ich jetzt gerne gehabt. Aber ich gehe jetzt eigentlich von der üblichen Dreierkette aus, wie sie jetzt immer gespielt haben. Und wie gesagt, sie haben sehr dort ihre Schwächen. Und die müssen wir auf die Offen legen. Gut. Dann möchte ich recht herzlich bedanken und jetzt ein gutes Abschlusstraining. Danke.